Supernatural heißt die neue Ausstellung in der Tübinger Kunsthalle. Die Künstlerinnen und Künstler haben sich mit hyperrealistischen Figuren der Frage gewidmet, wie Technologie den menschlichen Körper verändern kann. Sie stehen ganz entspannt da und sehen aus wie echte Menschen. Die Skulpturen, die jetzt ihren Platz in der Kunsthalle Tübingen gefunden haben. Gleich am Eingang steht eine Figur mit Smartphone in der Hand, die sich eigentlich nicht wirklich für das zu interessieren scheint, was die Besucher in der Kunsthalle machen. Was aber sind die Ideen der Kunstschaffenden, die hinter solchen Werken stehen? Künstler und Künstlerinnen haben die Skulptur und vor allem die realistische Skulptur derzeit neu entdeckt, weil sie sehr realistisch auch unsere krisenhafte Gegenwart abbilden kann. Dabei würden die Ausstellungsstücke allerdings nicht nur die Gegenwart zeigen, sondern auch einen Blick in die Zukunft wagen. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren laut der Kunsthallendirektorin die Auswirkungen von Globalisierung und Technisierung auf den menschlichen Körper. Dabei würden sie nicht nur die Schattenseiten in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellen, sondern auch aufzeigen, dass eine neue ökologische Intelligenz entstehen würde. Ich erarbeite nur Pflanzen, meine Objekte sind immer Pflanzen. Das heißt, dieses Sujet ist für mich schon gesetzt, daraufhin wurde ich auch eingeladen. Und die Idee dahinter ist, etwas Lebensgroßes zu bekommen. Also die Arbeit heißt kleine Landschaft, Small Landscape, und bezieht den Menschen sehr mit ein. Also wenn man vor der Arbeit steht oder wie ich jetzt mit dem Rücken zur Arbeit, das hat so einen automatischen Bezug zum Körperlichen des Menschen. Das war mir sehr wichtig. Zu sehen gibt es Skulpturen von Kunstschaffenden aus 11 unterschiedlichen Ländern. Die Ausstellung behandelt die Themen Technikmensch, Metamorphosen, Hybrid Others, Post-Nature und Künstler 4.0. Natürlich spielt bei alledem auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Schließlich sei durch das Virus auch die Kunst verändert worden. Wir kämpfen mit Corona, der Ausstellungsbetrieb, vor allem die Organisation von Ausstellungen, Werke von Übersee hierher zu bekommen, ist sehr erschwert worden. Auf der anderen Seite sind wir mit diesem Thema sehr aktuell. Durch Corona hat das Thema Körper noch mal eine zusätzliche Aktualität erfahren. Wir alle manövrieren doch jetzt mit höherem Körperbewusstsein unsere Körper im Supermarkt an den anderen vorbei. Und das ist eine Erfahrung, die hätten wir ohne Corona nicht. Jeder, der möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 7. März 2021 zu den Öffnungszeiten der Kunsthalle besuchen.